Hallo und herzlich willkommen im Heinz-Nixdorf Museumsforum. Das HNF wird getragen von der Stiftung Westfalen, einer noch von Heinz-Nixdorf initiierten Stiftung und natürlich auch unterstützt von der Stadt Paderborn. Ja, ich bin Christian Berg. Ich bin hier im Heinz-Nixdorf Museumsforum unter anderem für den Sammlungsbereich zuständig. Und als Museum haben wir auch die Aufgabe, eben Objekte zu sammeln, diese zu bewahren, zu erforschen und diese dann auch natürlich dann auszustellen und anhand dieser Objekte dann auch Wissen darüber zu vermitteln. Heute befassen wir uns vor allem damit, wie wir als Museum Computer sammeln und wie eben quasi so einen Brotkasten wie so ein Brotkasten, ein Commodore 64, zu uns hier ins Haus kommt. Als Museum bauen wir unsere Sammlung natürlich kontinuierlich aus und ein Großteil der Objektangebote erreicht uns von Privatpersonen. Die rufen meist erst einmal an, dann gelangen sie unten an die Infotheke und die lieben Kolleginnen von der Infotheke, die leiten die Telefongespräche im Regelfall eigentlich gleich weiter. Entweder direkt an mich oder an einen Kollegen aus dem Sammlungsbereich. Aber ein Telefonat ist nicht unbedingt geeignet, eben um Objektdaten gezielt aufzunehmen. Den Weg über die Internetseite, dass uns darüber quasi Objekte angeboten werden, den wählen wir auch, weil wir eben nicht ad hoc entscheiden können, ob ein Objekt in unsere Sammlung passt oder eben nicht. Und dort können dann allerhand Dinge eingetragen werden. Nämlich ganz wichtig ist zunächst einmal, dass wir auch die Kontaktdaten vom Ansprechpartner dann da haben. Die nächste Frage ist, um welches Objekt handelt es sich denn tatsächlich? Ist es ein C64, ein C128 oder etwas anderes? Bekommen wir auch schon die Seriennummer oder ähnliches. Und als nächstes sind dann die Dinge wichtig, wie möchten denn die potenziellen Schenkungsgeber uns die Objekte überlassen. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Schenkung ist uns eigentlich am allerliebsten. Ansonsten einen Kauf tätigen wir darüber eigentlich überhaupt nicht oder nur sehr selten. Und auch eine Dauerleihgabe von Privatpersonen versuchen wir im Regelfall zu vermeiden. Wenn es eine Schenkung ist, dann müssen bestimmte Formalia noch erfüllt werden. So ist es zum Beispiel wichtig, dass wir auch genau wissen, dass auch das Objekt, über das wir dann da sprechen, dann auch quasi Eigentum des Schenkungsgebers ist und nicht nur in seinem zwischenzeitlichen Besitz. Das halten wir natürlich dann nochmal schwarz auf weiß fest. Dafür ist ein Schenkungsvertrag wird entsprechend aufgesetzt. Da wird vermerkt, welches Objekt welches Objekt es sich handelt. Und natürlich als nächstes, dass wir gehen keinerlei Verpflichtung ein, wenn wir ein Objekt als Schenkung annehmen. Denn wir können nicht garantieren, dass zu dem und dem Zeitpunkt das Objekt in der Dauerausstellung oder in einer Sonderausstellung gezeigt wird. Und wir können auch nicht garantieren, dass zwingend der Schenkungsgeber genannt wird. Also solche Verpflichtungen gehen wir nicht ein. Für uns ist aber dieser Schenkungsvertrag auch deswegen wichtig, denn viele Menschen sind ja der Auffassung, dass wenn Objekte hier im Museum sind, dann sind sie per se wertvoll. Und falls irgendwann einmal Erben quasi des Schenkungsgebers auftreten sollten, dann haben wir zum auch nochmal schwarz auf weiß ganz klar dokumentiert, dass dieses Objekt an uns als Schenkung herangetragen worden ist und lassen uns das dann eben entsprechend unterzeichnen. Das Rückgrat des Museums bilden ja die gut aufgearbeiteten Sammlungen und unsere Sammlungen setzen sich natürlich aus verschiedensten Objekten zusammen. Von der Tontafel bis zum Smartphone decken wir ein Spektrum von ungefähr 5000 Jahren Informationsgeschichte ab. Und es ist ja klar, dass diese Sammlungen entsprechend gepflegt werden müssen. Und gerade bei neueren Sammlungsbereichen, wie beispielsweise Smartphones oder KI-Robotik, da müssen wir zum Teil eben auch gezielt
ankaufen, Ankäufe tätigen, entweder über Internet-Auktionshäuser oder auch über klassische Auktionshäuser. Das sind so die Dinge, um diese Sammlung quasi dann gezielt aufzubauen. Dabei ist aber auch entscheidend, dass die Objekte bestimmte Kriterien erfüllen. Zum einen ist es ja wichtig, dass die Provenienz klar ist, also von wo stammen diese Objekte, wie ist die Herkunft, ist es geklärt. Und da ist es ja auch zum Beispiel klar, dass mein privates Smartphone, was ich hier vielleicht loswerden möchte, dass dieses weniger wertvoll ist als beispielsweise ein Smartphone von einem Prominenten, von Franz Beckenbauer, Sarah Connor oder sonst wem. Neben der Provenienz ist natürlich wichtig, ob das Objekt überhaupt zu uns passt. Also ob wir es zum Beispiel für einen zukünftigen Ausstellungsbereich gut nutzen können oder andere Aspekte sind, ob das Objekt einen gewissen Erinnerungswert hat für eine bestimmte Generation beispielsweise. Des Weiteren ist es wichtig, ob vielleicht dieses Objekt einen ganz bestimmten Wendepunkt in der Technikgeschichte markiert oder ob man mit diesem Objekt einen ganz bestimmten Aspekt in der Sozialgeschichte zum Beispiel verbinden kann. Kurzum, das Objekt ergänzt quasi unsere Sammlung sinnvoll. Das ist eben das Entscheidende. Wir treffen uns dazu, um solche Dinge zu besprechen, in der sogenannten Sammlungsbesprechung. Da nehmen die Kuratoren dran teil, da nimmt unser Archivar dran teil und auch quasi die Kollegen aus der Sammlungsverwaltung. Dort treffen wir uns immer so alle 6 bis 8 Wochen und besprechen dann die eingehenden Objektangebote, ob wir diese dann eben entsprechend annehmen möchten oder dann eben doch eher ablehnen müssen. Und es wird fleißig diskutiert in diesen Runden und dann muss aber auch entschieden werden und auch wiederum dem potenziellen Schenkungsgeber gesagt werden, jawohl, wir wollen das Objekt gerne haben oder eben nein, dieses Objekt passt leider nicht in unseren Sammlungsbereich. Dann verweisen wir an dieser Stelle auch gerne an andere Häuser weiter, wenn wir glauben, dass dieses Objekt vielleicht in einem anderen Museum besser aufgehoben wäre. Häufig müssen wir uns eben gegen eine Objektannahme entscheiden, denn der häufigste Grund, warum wir ein Objekt nicht annehmen, ist der, dass wir dieses Objekt bereits oder ein vergleichbares Objekt in unseren Sammlungen haben. Denn wir möchten nicht unbedingt Dubletten oder gar Tripletten sammeln. Ich sagte zwar eben, dass wir eigentlich keine Dubletten oder gar Tripletten sammeln, aber als Computermuseum haben wir doch schon ein paar mehr C64 und auch ein paar andere Computer, Heimcomputer, natürlich eine etwas größere Anzahl. Einige von diesen sind im sogenannten Retro-Lab hier untergebracht. Hier sehen wir nun einen ganz kleinen Auszug vom Retro-Lab. Das sind alles lauffähige Systeme und wir halten diese vor, gerade für Presseanfragen. Also wenn beispielsweise Windows 95 25 Jahre alt wird, dann ist auch die Erwartungshaltung entsprechend der Presse da. Ja Mensch, wir rufen mal in Paderborn an, beim größten Computermuseum der Welt, die werden doch da sicherlich was haben. Und da die Vorlaufzeit gerade bei der Presse oft sehr kurz ist, halten wir diese Objekte dann hier tatsächlich dann auch im Haus vor, nicht im Depot und versuchen diese auch dann lauffähig zu halten, sodass innerhalb von einem Tag oder einem halben Tag dann entsprechend Windows 95 oder eine andere Anwendung eben entsprechend gestartet werden kann. Das ist das sogenannte Retro-Lab. Dort haben wir auch Spielekonsolen, die eigentlich sehr einfach lauffähig zu halten sind. Oder eben auch, wie ich schon bereits sagte, entsprechend Heimcomputer, Amiga 500 und so weiter. Also all das, was in meiner Kindheit ganz groß und ganz hoch im Kurs stand. Am Beispiel einer Objektschenkung spielen wir das Ganze mal einmal durch. Über die Schenkungsverträge habe ich ja eben schon kurz erzählt, also dass wir das in zweifacher Ausfertigung eben dann vorhalten. Ein Exemplar ist dann eben für uns, das andere Exemplar ist natürlich dann für den Schenkungsgeber. So ist dann eben schwarz auf weiß dokumentiert, dass das Objekt quasi in unseren Besitz übergegangen ist und dann auch unser Eigentum ist. Als nächstes ist dann natürlich immer die Frage, wie kommen die Objekte eben zu uns? Das kann zum einen so sein, dass die Schenkungsgeber gerne unser Haus besuchen möchten und bei dieser Gelegenheit dann auch gleich das Objekt mitbringen. Das ist natürlich für uns der einfachste Weg. Wir können dann hier vor Ort die Verträge unterzeichnen. Die Kollegen aus dem Sammlungsbereich können das Objekt
ja, mitnehmen in ihren Bereich und ja, der Schenkungsgeber kann sich hier dann auch einen schönen, netten Tag machen hier vor Haus. Das andere ist eben eher selten und das möchten wir auch nicht ganz so gerne, dass die Objekte auf dem Postweg zu uns kommen. Zwar ist das durchaus mal möglich und auch machbar, aber wie gesagt, das ist nicht so der klassische Weg, wie Objekte in unser Haus finden. Andererseits kann es auch sein, dass wir ganz wertvolle Objekte eben von unseren Kollegen aus dem Sammlungsbereich dann direkt abholen lassen. Dafür haben wir einen kleinen Lieferwagen, der wird dann entsprechend vorbereitet. Palettenaufbau muss vielleicht rein und dann eben entsprechendes Verpackungsmaterial muss mitgenommen werden, um dann eben das Objekt sicher von A nach B zu transportieren. Oder wir sind dann sogar bei anderen wertvollen Objekten, wenn wir vielleicht keine Zeit haben, keine Kapazitäten frei haben, da wir eine Sonderausstellung zeitgleich aufbauen oder sonst was, dann müssen wir sogar eine Kunstspedition beauftragen, die dann das Objekt eben beim Schenkungsgeber vor Ort dann eben verpackt und das dann wiederum hier zum HNF bringt. Wie auch immer diese Objekte dann eben zu uns kommen, als erstes werden sie in den Bereich Sammlungen quasi des HNF eingebracht. Die werden dann oben an der Infotheke entweder eben von dem Schenkungsgeber dann direkt dort in Empfang genommen und nach unten ins Untergeschoss. Dort sind die Kollegen eben verbracht und als allererste Handschuhe an. Denn die meisten Objekte, und so schreiben es uns dann auch die Schenkungsgeber, wir haben mal zu Hause aufgeräumt und da habe ich dann noch was gefunden und gleich an euch gedacht. Das ist auch wunderbar und richtig, aber meistens sind dann diese Objekte eben auf dem Dachboden oder im Keller irgendwo eingelagert und zum Teil dann entsprechend verdreckt. Also ganz wichtig, zum eigenen Schutz, Handschuhe an, im schlimmsten Fall dann sogar auch noch eine Staubmaske oder ähnliches. Da müssen diese Sachen natürlich erstmal sauber gemacht werden. Sozusagen ja, in einen Zustand gebracht werden, sodass wir die entsprechend entweder einlagern können oder vielleicht dann auch in die Dauerausstellung verbringen können. Also dann heißt es erstmal putzen, 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 sauber machen und ja, dann, wenn diese Schritte abgeschlossen sind, geht es dann kontinuierlich weiter. Wenn alles eben entsprechend sauber gemacht worden ist, findet die sogenannte Erstinventarisierung statt. Das machen dann auch wiederum die Kollegen, also das Objekt ist immer noch im Sammlungsbereich, das machen die Kollegen dann auch dort. Diese Erstinventarisierung, also die grundlegenden Daten müssen dann in die Datenbank gebracht werden. Das ist der Zeitpunkt, wo die Maße erfasst werden, also mit einem Zollstock oder Zentimeter, Maßband, wie auch immer. Und dann muss natürlich auch noch gewogen werden, das Gewicht muss ermittelt werden. Warum ist das wichtig? Das ist entscheidend, denn wenn wir nur diese Angaben haben, dann können wir auch sagen, okay, das Objekt kann zum Beispiel in diesen Ausstellungsbereich oder in diesen Ausstellungsbereich, das Objekt passt in diese oder in diese Vitrine. Und das ist auch wichtig, wenn wir nämlich dann Anfragen von anderen Häusern haben, dass wir denen genau mitteilen können, okay, hier der Brotkasten hat die und die Dimensionen, ihr braucht die und die Vitrine dafür und wenn ihr den abholen wollt durch eine Spedition oder eben auch selbst, dann wisst ihr, wie viel Platz ihr dafür entsprechend einplanen müsst. Bei einem Brotkasten kann man sich das vielleicht noch ganz gut vorstellen, bei anderen Objekten ist es aber nicht immer sofort ersichtlich, wenn ich die nur auf einem Foto sehe, welche Dimensionen dieses Objekt denn dann tatsächlich hat. Darum ist das ganz wichtig, dass wir diese Schritte dann erstmal gehen, also sauber machen. Erste Daten werden dann eingepflegt. Neben den Dimensionsangaben sind es natürlich noch Aspekte wie beispielsweise Seriennummer, ganz wichtig. Das ist entscheidend, dass das auch aufgenommen wird, denn dann ist auch eine eindeutige Zuordnung möglich. Und natürlich kommt dann eine Inventarnummer auf das Objekt. Bleiben wir beim Brotkasten. So, da haben wir das gute Stück wieder, unseren Brotkasten. Ich sagte eben schon, die Inventarnummer ist dann eben entscheidend. Wir gucken hier einmal drauf. E, das steht eigentlich bei uns nur für Exponat, also nichts Besonderes. Entscheidender ist dann das Jahr 2015, so können wir nämlich sagen, okay, das Ding ist im Jahr 2015 zu uns gekommen, es hat Zugang in die Sammlung gefunden. Und die 0120, also die 120, das ist eigentlich nur eine fortlaufende Nummer. Bei diesem einzelnen Objekt ist es eben ganz klar, eine Inventarnummer, fertig.
Hätten wir jetzt aber ein ganzes System geschenkt bekommen, beispielsweise noch mit einem Monitor dabei, einem Floppy-Laufwerk, dann wäre es wie folgt, dann hätte das gesamte System, so ist es bei uns die Systematik aufgebaut, das gesamte System hätte dann sozusagen diese Nummer 2015-120 und dann hätte quasi der C64, der Broadcasten, die minus 01. Der Monitor wäre dann minus 02, das Laufwerk wäre dann minus 03, ein Joystick wäre dann minus 04. Und so wäre quasi dann ein ganzes Objekt erfasst worden. Und natürlich müssen dann alle einzelnen Objekte, also alle einzelnen Unterobjekte, der Monitor, das Laufwerk und so weiter, müssen auch diese Schritte durchlaufen, die ich eben bereits sagte. Also sauber machen natürlich und die Dimensionsangaben erfassen, dann entsprechend, klar, unsere Inventarnummer drauf, Seriennummer muss auch übertragen werden, dann Herstellungsort, das wird auch alles rausgesucht, der Schenkungsgeber taucht dann auch nochmal in unserer Datenbank auf, quasi auch um dann nochmal eine Zuordnung schaffen zu können, also dass man da sofort sieht, okay, von dem und dem haben wir das. Dann muss auch noch ein Versicherungswert im Regelfall ermittelt werden, denn wir müssen diese Objekte natürlich versichern. Es kann ja mal sein, dass irgendwo was wegkommt oder dass das Depot im schlimmsten Falle abbrennt. Das hat es alles schon gegeben. Solche Dinge sind dann sehr tragisch, aber da muss man natürlich auch vorher genau wissen, was man denn überhaupt in seiner Sammlung hat. Also ähnlich wie ich in der Hausratversicherung, da habe ich das eben entsprechend dann nur auf die Quadratmeterzahl vielleicht angepasst und da weiß man ja, was man so hat, eine Couch und so weiter. Und wenn es dann eben brennt, dann springt die Versicherung ein. Und hier sind wir ein bisschen detaillierter im Museum. Da geben wir dann schon an, welche Objekte wir dann haben. Auch der Erhaltungszustand ist dann entscheidend. Also ist es noch fast in einem neuwertigen Zustand oder ist es wirklich dann schon restaurierungsbedürftig? Das sind so diese Aspekte, die dann in dieser Erstinventarisierung erfolgen. Wenn die Erstinventarisierung soweit abgeschlossen ist, dann ja, geht es auch für den Broadcasten ins Fotostudio. Unser Fotograf, da ist er, da haben wir ihn sogar, der ist dann eben dafür zuständig, ordentliche Fotos zu machen. Denn wir wollen nicht nur eine einfache Schnappschüsse erstellen, sondern das Objekt muss auch entsprechend in Szene gesetzt werden. Denn wir wollen ja für uns werben und auch für das Objekt werben. Zum Teil werden wir den dann im Internet dann hochladen, um auf uns aufmerksam zu machen und vielleicht auch, dass wir das Objekt verleihen können in eine andere spannende Sonderausstellung irgendwo in Deutschland oder in Europa oder sonst wo. Ja, nach dem Fotostudio wandert das Objekt im Regelfall zum Kurator. Auch dort sind Zuständigkeiten dann klar definiert. Der Kurator kann dann nochmal die Objektgeschichte des Objektes dann eben entsprechend verfassen. Und auch ganz wichtig ist ein Objekttext, so wie wir ihn dann hier in der Inszenierung sehen. Dafür ist eben der Kurator dann zuständig, dann nochmal den letzten Feinschliff inhaltlich zu geben. Wenn das Objekt beschrieben worden ist vom Kurator, dann geht es wieder zurück in den Sammlungsbereich. Und es ist ja schon entschieden worden, Dauerausstellung oder erstmal Depot. Im Regelfall ist es das Depot. Und dann verbringen die Kollegen und Kolleginnen entsprechend das Objekt erstmal ins Depot. Und das schauen wir uns jetzt als nächstes dann direkt vor Ort noch einmal an, was da noch alles an Arbeitsschritten folgt mit dem C64 oder was auch immer. Dafür müssen natürlich dann erstmal passende Standorte gefunden werden, denn wir sehen ja hier, einige Regalbretter sind hier schon ganz gut belegt und dementsprechend passt da eben nichts mehr rein. Und wir gucken uns das jetzt gleich nochmal an, wie die Kollegen dann da vorne vor Ort an der Datenbank dann eben diese Zuordnung vornehmen. Wenn ein passender Standort gefunden worden ist für das Objekt, dann wird er natürlich dorthin gebracht und entsprechend eingelagert. Um quasi das Objekt vor Umwelteinflüssen zu schützen, binden die Kollegen dann immer eine spezielle Folie, wenn man so will, drumherum, um quasi möglichst viele Umwelteinflüsse auszuschließen. Das Depot an sich ist natürlich jetzt in unserem Fall eben eine etwas umgebaute Lagerhalle und schützt natürlich gegen erstmal die äußersten Umwelteinflüsse, Wind, Regen und so weiter. Aber natürlich hat man auch in so einem großen Raum viel Staubentwicklung und so weiter. Und deswegen werden diese einzelnen Objekte zum Teil eben nochmal in diese
in diesem Tyvek, so heißt das, Material eingewickelt oder entsprechend dann sogar auch nochmal in einzelne Kartons untergebracht. Bei Großobjekten, wie jetzt hier im Hintergrund, ist das natürlich nicht mehr möglich oder nur schwer möglich. Da muss man halt andere Möglichkeiten finden, um diese dann nochmal gegen Staub und so weiter dann zu schützen. Ein Depot ist ähnlich wie ein Museum sozusagen niemals fertig, denn es kommen Objekte hinein, es werden andere Objekte wieder abgegeben, kassiert, sagen wir dazu. Denn wenn beispielsweise Defekte festgestellt werden oder die Objekte einfach ja, kaputt sind, nicht mehr reparabel sind, nicht mehr restauriert werden können, dann müssen wir uns auch von einzelnen Objekten mal verabschieden. Und ja, so ist man immer irgendwie dran in einem Depot und guckt, dass wir ja, die Bestände gut im Blick behalten, dass wir nach Möglichkeit gegen Umwelteinflüsse eben die Objekte schützen, soweit es uns eben möglich ist. Aber es ist leider immer viel zu viel zu tun, sodass man irgendwie mit einem Depot niemals richtig fertig wird. Ja, nun zurück aus dem Depot, hier wieder in die Dauerausstellung. Denn an einem kleinen Beispiel wollen wir jetzt nochmal zeigen, dass einige Objekte natürlich auch direkt hier im Haus verbleiben. Wie beispielsweise die sogenannte Rollkugel aus dem Jahr 1968. Wenn man so will, die erste deutsche Computermaus, die wir hier ausstellen und zeigen. Und da war es natürlich so, dass wir das Objekt nicht mehr bis ins Depot verbracht haben, sondern hier im Haus behalten haben. Dennoch hat es einige Zeit gedauert, bis es natürlich dann hier präsentiert worden ist. Eine kleine Ausstellungseinheit wurde hier neu gestaltet, neu umgesetzt. Und dazu mussten natürlich auch erstmal wieder Texte geschrieben werden. Es musste nachrecherchiert werden, es mussten weitere Objekte hinzugeholt werden. Dann musste eine Vitrine angefertigt werden, eben alles, was so dazugehört, bis man das Objekt dann hier zeigen kann. Und dann kam natürlich auch nochmal der Eröffnungstermin und da konnten wir den Erbauer der Rollkugel dann auch nochmal dazu gewinnen, dass er hier nochmal hier bis nach Paderborn kommt. Und natürlich war auch die Presse dann bei dieser Gelegenheit vor Ort und hat entsprechend darüber berichtet. Und wir haben das Ganze natürlich begleitet, dann nochmal über die sozialen Medien, dazu Fotos hochgeladen, und um entsprechend auf uns aufmerksam zu machen. Mit den verschiedenen Objekten aus den Sammlungsbereichen versuchen wir natürlich als Museum interessant zu bleiben für die Besucherinnen und Besucher. Hans Magnus Enzensberger sagte einst über das Heinz-Nixdorf-Museumsforum, das HNF ist ein Museum, das niemals fertig wird. Denn die Informationstechnologie, deren Vergangenheit und Gegenwart hier gezeigt wird, hat eine unabsehbare Zukunft vor sich. Und das Museum wird versuchen, damit Schritt zu halten. In diesem Sinne sind wir eben auch auf Ihre Mithilfe angewiesen, um ja unsere Sammlung entsprechend auf- und auszubauen, um anhand der Objekte dann quasi das Wissen zu vermitteln. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Und nun ist es an der Zeit, abzuschalten, und wir sehen uns im Museum.